liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Millennium Falken. Ich habe hier wieder das Heft, die Nummer 20, und die dazugehörigen Teile. Mal schauen, ob wir damit überhaupt was bauen können, denn das sind viele Teile für die Röhre dabei. Und wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich die Röhre erstmal komplett haben möchte. Und ja, mal gucken. Also, wie gesagt, erst das Heft. Und dann die Teile. Viel Spaß euch. Los geht's. Ja, liebe Leute, also hier haben wir die 20. Wir haben ein bisschen Wärme hier, die fliegt mal raus. Hier hat man wie immer schön das Inhaltsverzeichnis. Und jetzt kommen wir mal auf der nächsten Seite zu einem imperialen Großkampfschiff. Und zwar Imperium-Klasse Sternzerstörer. Und die kennen wir ja aus den Filmen schon. Das sind die riesen Viecher. Und da hat man hier schön... wieder so ein Kästchen mit haufenweise Informationen. Und da bekommt man halt auf den folgenden Seiten dann halt auch ein bisschen was erklärt. Und natürlich auch hinter den Kulissen die Miniatur, das Miniaturmodell, wie sie das so gebaut haben und so weiter. Ja, und Moment. Bei einem Führer durch die Galaxie kommt man jetzt zu Dagobah. Und zwar die Höhle des Bösen. Ja. Wieder schöne Bildchen. Und natürlich wieder ein Kästchen hinter den Kulissen. Ja. So, Geheimnisse der Raumfahrt. Nicht Frachtfahrt. Geheimnisse der Raumfahrt. Jetzt kommen wir zu dem Frachtumschlag. Okay. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Es geht wahrscheinlich komplett über den Transport, über das Transportzeug. Nee. Okay. Wir hatten auf jeden Fall so riesige Transporter. Genau. Ahahaha. Und dann nochmal hier ein Kästchen hinter den Kulissen. Aber was es da hier was es da in Einzelnen geht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. So, jetzt kommen wir zu der Bauphase 20. Auf jeden Fall erhalten wir ein paar Rahmenteile, ein bisschen Verbinder, dann so eine Haltevorrichtung und Innenraumdetails. Das heißt, also wir können heute in dieser Ausgabe gar nichts bauen. Also eigentlich könnten wir schon, aber ich werde es ja erst sammeln. Na gut, wir schauen uns trotzdem die Teilchen an. Ja. Und ja, hier ist wieder diese Ausgabe, was in dieser Ausgabe drin ist. Hier ist, was in nächster Ausgabe drin ist. Und ich hoffe mal, dass wir in nächster Ausgabe wieder etwas am Rumpf machen können. Ja. Und ja, gut. Also, erstmal die Teilchen. So, ich habe das schon mal aufgerissen. Also, wie hier haben wir wieder solche Polsterchen. Für nach die Röhre. Dann haben wir hier so ein Zwischen... Eingang, einen zweiten, wo dann die Polster schon alle rein können oder rein sollten. So, dann haben wir hier Verbinder, schwarze Schrauben, dann zwei Metallteile und zu guter Letzt wie haben wir das genannt? Ich vergessliches eine Haltevorrichtung. Ne? Okay, machen wir wenigstens die Haltevorrichtung. Wenigstens, dass wir was gemacht haben. Jo, also los geht's. Gut, also hier hat man wieder zwei solche Puffelinos, nenne ich sie mal, die das Teil dann. Das sind wie solche Schaumstoffteile, damit das Schiff nicht beschädigt wird. Auspuppeln. Ah. Gut. So. Und die kommt dann hier rauf. So. Ihr habt dann direkt hier solche Dinger, wo die reingehören. Tschüpper. Und super, so, ne?
Wenn ich da jetzt das andere hole, passt das so zusammen? Nee. So ja, wahrscheinlich dann. Ja. Genau. Das finde ich halt eine coole Idee. Damit das Schiff. Ne, das passt aber auch nicht. Passt das? Ne. Also doch nicht. Doch das Falsche. Dass das Schiff nicht beschädigt wird. Beziehungsweise, dass man das beim Bauen ordentlich auflegen kann. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch zusammenbringe, aber. Vielleicht passt es. Wir wollen jetzt einen großen Millennium-Falken bauen, dann bringen sie nicht mehr zwei großen Dinger zusammen. Das ist ja lächerlich. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das hier so zusammenpasst. Glaube ich nicht. Und so auch nicht. Oder? Das, so könnte es passen. So könnte es passen, liebe Leute. Jetzt haben wir es doch. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder von diesem Baum, den wir den Fall. Bitte keine Angst. Die Röhren kommen noch. Ne? Die Röhren kommen wirklich noch. Ich möchte, das habe ich ja schon in vergangenen Ausgaben gesagt, erstmal das ganze Zeug sammeln und dann habe ich ja wieder ein bisschen was anderes vor. Wenn nicht, mache ich sogar mal eine Spezialausgabe dazu, aber ich muss erstmal ein bisschen sammeln, weil ich müsste es dann insgesamt das Zeug sehen bzw. bauen. Oder ich möchte es auch so. Und ja, haben wir halt auch mal nichts gebaut. Wir haben ja hier unser Riesenpuzzle. Diese Vorrichtung zumindest gemacht. Und ja, vielleicht wird es nächste Ausgabe mehr. Ich hoffe mal. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Denk an einen Like, Comment oder an ein Abo und ja, Leute, ich bin raus, euer Daniel.